Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des dritten Tages werden Ihnen präsentiert von Florida Eis. Derbywoche Tag 3 auf Hauptstadtsport TV. Heute mit den Vorlaufen zum Deutschen Traberderby und mit dem Charlie Mills Memorial Rennen. Ja, wir haben ja heute 4 Vorläufe zum 120. Traber Derby und 3 kommen jeweils weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Portland als Derby-Vorlaufsieger haben werden. Das ist mein Favorit hier. Der hat zwar noch nie ein Rennen gewonnen, aber ich bin mir sicher, heute wird er auch zeigen, dass er gewinnen kann. Dann haben wir einen tollen Buddenbrock-Sieger gesehen, Tsunami Diamant. Das ist so einer, dem man es gar nicht so richtig zutrauen würde, aber auch der hat mir unheimlich gut gefallen im Vorlauf, also im Buddenbrock. Das könnte auch einer sein, der heute nochmal nachlegt. Also das sind 2, mit denen ich schon im Finale rechne. Deutsches Traberderby, Vorlauf Nummer 1. Und der erste Vorlauf zum 122. Deutschen Traberderby ist gestartet mit einem Fehler des Favoriten. Classic Connection im Galopp. Die Nummer 1 des Und die 2 ebenso. Flying Fortuna ist disqualifiziert. Ich muss berichten, ich habe die 2 als disqualifiziert verstanden. Disqualifiziert war natürlich die 5 Aurelio CG. Und inzwischen hatte Flying Fortuna auch das Kommando übernommen, die Pferde auf der Tribüne geraten. Und hier hat nur Mr. Atelier das Kommando vor Flying Fortuna. Auf Platz 3 sieht man Big Boss Ass, dahinter Tsunami Diamant. Es geht auf die Gegengerade. Die Zwischenzeit hier 16:08. Und Mr. Atelier weiter in Front des Feldes. Mr. Atelier, 2. Platz für Flying Fortuna. Außen sieht man Tsunami Diamant und dicht dabei innen Big Boss Ass, außen Paulino. Tsunami Diamant rückt vor in die 2. Position. Die ersten 3 erreichen das Finale. Und Mr. Atelier führt durch den Schlussbogen. Außen Tsunami Diamant an der Innenkante. Flying Fortuna, 4. Platz für Big Boss Ass, während Paulino und Nordmann nicht mehr mithalten können. Und Mr. Atelier wird attackiert durch Tsunami Diamant. Der weicht hier ein bisschen nach außen. Beide im Kampf. Außen Tsunami Diamant, innen Mr. Atelier. Der wehrt sich. Hatte man noch die Nase vorn. Mr. Atelier oder außen Tsunami Diamant und Tsunami Diamant ist auf der Linie vorn. Vor Mr. Atelier Platz 3 für Flying Fortuna. Und das sind die Finalisten für kommenden Sonntag. Platz 4 für Big Boss Ass und 5. ist Nordmann. Ich denke, vom Start war nicht riesig schnell vom Start, aber ich hatte eine gute Lage und ich konnte letzte 800, 900 Meter konnte ich nach vorne fahren und letzte Bogen hatte ich gesehen, ich denke Finale sind wir, 2 sind wir und dann die letzte Gerade habe ich gesehen, das Pferd vorne von Nimzig, dass sie auch nicht so viel hat und ich denke vielleicht kann es noch schlagen zu gewinnen und das hat geklappt. Deutsches Traberderby, Vorlauf Nummer 2. Um die Führung wird gleich gekämpft. Kentucky Bo und außen Portland. Innen ist MacArthur dabei. Dann gibt es einen Fehler von Maxi Cup. Der ist weit zurück und ist auch aus der Partie. Maxi Cup und Heinz Wilbering sind raus. Auch Harley ist raus. Die Führung hat jetzt nun Portland übernommen gegenüber Kentucky Bo. In der 3. Position trabt dann hier MacArthur. Also da ich nach vorne komme in die Spitze, hatte ich jetzt nicht so schnell gedacht, weil ich habe gedacht, da sind ein paar andere, die schneller sind, aber er war doch heute sehr schnell und kam dann ziemlich gut nach vorne und an der Spitze hat er so noch nie gelaufen und deswegen war es halt was Neues, aber er hat es ja bravourös gemacht. Portland ist vorn, dahinter Kentucky Bo und außen MacArthur, aber Portland mit Roland Hülskart kommt zum ersten Sieg. Portland gewinnt seinen Vorlauf vor MacArthur. Kentucky Bo, oh, da müssen wir noch mal gucken. Dann 4. Gunny Boy und 5. Hampshire Elf Boko. Wenn ich einmal vorne bin mit ihm und einer kommt daneben, dann läuft er immer mit, also lässt ungern einen vorbei. Deswegen, ich hätte gerne gehabt, wenn einer neben mir gewesen wäre, aber bei dem Tempo, es konnte gar keiner kommen. Ich habe ganz leicht gewonnen. Also wie gesagt, wenn er das Rennen gut verdaut heute und dann nächste Woche, dann glaube ich, habe ich allererste Chance. What you do? Deutsches Traberderby, Vorlauf Nummer 3. Max Smiley in der 4. Position, der Gesetzte und der Favorit. Max Smiley legt hinter Felton Las Vegas jetzt einen Fehler von Marseille.
Noch eine Runde bis zum Ziel, fährt in Las Vegas an der Spitze mit zwei Längen vor Pelle Barroso, außen jetzt begleitet von Max Smiley, zweite Zwischenzeit 13:09. Und dicht geschlossen geht es hier durch die Gegend, gerade weiterhin mit Felden Las Vegas an der Spitze. Eine Länge zurück, Max Smiley außen in den Pelle Barroso und ganz dicht dabei Power of Rhythm mit Highway Fortuna am Schluss weiter hands down. Und Felden Las Vegas führt durch den Schlussbogen, Fehler von Highway Fortuna, Felden Las Vegas ist vorn. Dann in zweiter Position, Pelle Barroso außen geht, Max Smiley, vierter Platz für Power of Rhythm. Zwischenzeit war 14:06 und Felden Las Vegas kommt jetzt mit der Führung auf die Zielgerade. Und Max Smiley außen ist zur Stelle. Felden Las Vegas ist vorn. Max Smiley, dahinter wird Power of Rhythm eingesetzt. Max Smiley muss hier kämpfen, wir sind noch Dritter. Und außen kommt hier auch noch einer. Und Felden Las Vegas ist jetzt sicher vorn. Felden Las Vegas gewinnt diesen Vorlauf vor Pelle Barroso. Und Dritter wird Power of Rhythm und nur Platz 4 für Max Smiley. Fünfter hands down. Ich habe gedacht, das war schon eine stärkere Serie und dann, ich habe gedacht, ja, wenn man einen guten Start hatte, dann ist alles möglich und das Pferd hat sehr gut angefühlt und, im Rennen und so. Wir haben versucht und das ist sehr gut gegangen. Deutsches Traberderby, Vorlauf Nummer 4. Das 12. Rennen Van der Falk Hotel Berlin Brandenburg Cup ist gestartet und am schnellsten beginnt Lower Soul wie gewohnt. Aber auch Tiger Hill Diamant ist sehr schnell auf den Beinen und attackiert bereit. Von außen kommt Tom und Jerry Diamant dazu und die Diamanten sind jetzt hier weit vorne im ersten Bogen. Das fällt jetzt von den Tribünen und an der Spitze weiterhin Tiger Hill Diamant in den Lower Soul, dahinter Tom und Jerry Diamant und dann in zweiter Spur Herber 86. Weiterhin Tiger Hill Diamant mit einer Länge, außen Herber 86, innen Tom und Jerry Diamant, dahinter geht Marduk in die dritte Spur, Backstyle in zweiter Spur, dicht geschlossen im Schlussbogen. Die Zwischenzeit war 17:02, nicht schnell. An der Spitze Tiger Hill Diamant, innen Tom und Jerry Diamant, außen Herber 86, dahinter Baxter Hill und dahinter auch noch einmal außen, wer ist das? Marduk. In der Distanz ist aber Tiger Hill Diamant geschlagen. Herber 86 ist vorne, aber innen kommt Tom und Jerry Diamant. Das kann nicht wahr sein. Der Goldhelm kommt, außen Baxter Hill, Kampf bis zur Linie. Und innen Tom und Jerry Diamant, der Goldhelm, der Goldhelm. Wahnsinn, Leistung. Was hat der denn für eine Form? Was hat der für eine Form, meine sehr verehrten Damen und Herren? Tom und Jerry waren im Vorfeld schon unheimlich gut drauf. Er war, denke ich, ein bisschen unterschätzt. Ich kriegte einen guten Rennverlauf, kam passend im Einlauf auf freie Bahn und somit konnten wir gewinnen. Zeigt her eure Kleider, zeigt her euren Schuh. Der steht am dritten Tag der 122. Derbywoche mal wieder im Mittelpunkt auf der Trabrennbahn Mariendorf. Geht's nämlich nicht nur tierisch, sportlich, sondern auch in Sachen schick zur Sache. Gesucht wird der schönste, ausgefallenste und einfach pfiffigste Kopfschmuck. Pferde und Hüte, das passt wie Schaumkrone zum Bier. Auf jeden Fall, sage ich mal. Also wenn man jetzt so England und die anderen Sachen ansieht, wo hier ein Escort und so weiter, also da tragen die ja wirklich diese riesen, wunderbaren Hüte. Also der Olaf hatte mich darum gebeten, einen Hut zu tragen, dachte, okay, Rot ist meine Lieblingsfarbe, Farbe der Liebe, Freude am Leben, habe ich mir erlaubt, weil die Sonne scheint. Ob nun für Knirpse, echte Ladies oder auch für Gentlemen, jede Kopfbedeckung darf ins Rennen um den schönsten Hut gehen. Und der sitzt in diesem Jahr auf Gräfin Maritza. Ich freue mich riesig. Ich freue mich ganz, ganz doll über die Auszeichnung. Möchte auch einen Glückwunsch an meine Hutdesignerin weiterleiten. Die Silvia Schmidt, die hat ihn gebaut, diesen Hut. Ich habe ihn entworfen und sie hat ihn zusammengezaubert. Doch der Hut ist nicht nur schick, sondern hat auch einen ganz besonderen Hintergrund. Das ist mein Gräfin Maritzer Hut. Ich mache Comedy und unterhalte Gäste gerne. Und das mache ich als Gräfin Maritza. Und dafür habe ich mir diesen Hut kreieren lassen. Der beste Hut ist damit gekürt. Wir werden wieder sportlich und starten mit dem Charlie Mills Memorial. Das Charlie Mills Memorial ist fester Bestandteil der Derbywoche seit vielen, vielen Jahren. Charlie Mills, eine Persönlichkeit im deutschen Trabrennsport, seit vielen Jahren nicht mehr unter uns, aber ihm wurde dieses Memorial gewidmet. Ein Rennen mit 20.000 Euro Dotierung, also da gibt es eine Menge Geld zu verdienen und das Tolle ist, dass in diesem Jahr es eine ganz tolle Besetzung gefunden hat. Mit Cash Hanover, möglicherweise eines der besten Pferde überhaupt in Traber Deutschland, mit Monte Chiamo, einem
einem der besten Pferde der letzten Jahre, vor allen Dingen im Norden Deutschland, aber auch unter anderem mit Reggio. Das ist ein Spezialist für solche Rennen. Also das ist ein Highlight in der ganzen Derbywoche und das haben wir heute hier am Sonntag. Und das war der Start zum JJ Darboven Charlie Mills Memorial. Und wie die Feuerwehr beginnt hier Stanley Buda hat sofort das Kommando. Otello Victory rückt in die zweite Position an der Innenkante für Line Boko. Mit vier Längen Abstand dann der Favorit Cash Hanover. Dahinter sieht man Monte Cormo, außen geht Reggio und am Schluss des Feldes Toscanini Font. Die erste Zwischenzeit 1:06.9. Die Pferde eingangs der Gegengeraden. Und jetzt der Einsatz von Cash Hanover, rückt vor in die zweite Position. Zwischenzeit 13:3. Weiter sehr schnelle Partie. An der Spitze Stanley Buda mit knapper Länge vor Cash Hanover. Innen Otello Victory, außen Reggio. Innen Feline Boko mit Monte Cormo in zweiter Spur. Alles dicht beisammen bis auf Toscanini von. Es geht in den Schlussbogen. Jetzt sind noch 500 Meter bis zum Ziel. Und weiterhin Stanley Buda attackiert von Cash Hanover. Ganz dicht dabei. Innen Otello Victory, außen Reggio und Monte Cormo in lauer Position. An der Innenkante Feline Boko und auch Toscanini von ist noch dabei. 11:09 die Zwischenzeit. Und Ausgang des Schlussbogens ist Cash Hanover in deutlich vorbei an Stanley Buda. Reggio und Monte Cormo setzen nach. In der Distanz Cash Hanover mit großem Vorsprung. Wird das wieder so ein Riesensieg wie neulich? Cash Hanover ist vorne, da kann nichts mehr anbrennen. Überragend dieser Cash Hanover. Cash Hanover gewinnt vor Monte Cormo. Auf Platz 3 Feline Boko. Vierter wird Otello Victory und auf Platz 5 Reggio. Cash Hanover, muss man nicht viele Worte darüber verlieren. Er ist ein Ausnahmepferd und er stand über dem Feld und hat das ganz, ganz toll gemacht. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des dritten Tages wurden Ihnen präsentiert von Florida Eis.